43 halber Nights. Senoritas und Senoras, alle guten Dinge sind drei. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer What's Carpen-Serie mit Adrian. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen, in meinem Kopf geht das alles schon weiter. Auf jeden Fall seid ihr jetzt bei Teil 3 angekommen. Die ersten beiden Videos sind einmal hier verlinkt und einmal da. Geht das? Ja, ne? Und damit Enrico noch mehr zu tun hat, dann hier nochmal unser YouTube, da unser Instagram und da dieser. Was haben wir 2020 so gekauft? Adrian, willst du anfangen? Ja, es geht natürlich weiter. Ich würde auch gerne mal so einen Zwischenstand wissen. Also sind wir jetzt ausgeglichen? Ich glaube ja. Noch. Es ist ja ein kleines Battle, wer gewinnt nachher. Noch. Wer hat mehr gekauft? Ich glaube 7-8 oder so. Und wer ganz cool ist, kann in den Kommentaren schreiben, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Oh ja. Oh ja. So, wir fangen an. Ich hab mir einen Air Max 1er gekauft. Ich aus meinem Vornamen, denn ich hab abgeliefert, bis sie mit meinem Vorhaben d'accord waren. Hab abgeliefert schon seit T9 auf meinem Handy. In meinem Kopf zu dieser Zeit nur Beamer, Bands auf Bentleys. Für mich war das nur Musik, um durch den Tag zu kommen. Mal wieder, heute hab ich auch einen an. Und zwar den Raspberry Volt. Tatsächlich so ein Glückskauf gewesen, denn wir haben bei Sneaks eine so Lucky Sizes Leiter, wo so die letzten Paare so hängen, und tatsächlich hing der da eine ganze Weile schon. Und der Schuh ist insofern ein bisschen problematisch, weil dieses Wildleder ausbluten kann. Also wenn das zu feucht draußen ist, dann kann das sein, dass diese Farbe hier verläuft in das Mesh. Und deswegen habe ich damals einen Abstand von diesem Schuh genommen, aber dann war der nachher für so einen guten Preis da, dass ich nicht mehr Nein sagen konnte. Ist zwar nicht ganz meine Größe, ich glaube, das ist ein 44,5, ja. Aber ich konnte mich reinzwängen und deswegen ist es eher nachher geworden. Habe ich jetzt auch schon 4-5 Mal im Sommer getragen. Ist für mich halt so ein totaler Sommerschuh, also den würde ich jetzt nicht mehr anziehen draußen. Aber Air Max 1, einer meiner Lieblings-Silhouetten, und dann noch in einem echt schönen Colorway. Das Volt ist noch vertretbar, finde ich. Also das hatte ich erst ein bisschen Angst, dass mir das ein bisschen zu viel ist. Aber ich finde, da sieht man ja auch im Herzol und so jetzt nicht so viel von, deswegen ist das völlig in Ordnung. Ich finde den unfassbar geil. Ich hätte mir den damals auch gerne zu Release geholt. Hallo? Scheiße. Ja, dann schmeißen wir rüber den Schinken. Für mich auf jeden Fall einer der schönsten 1er Air Max der letzten Monate. Ich hätte mir den damals auch gerne bei Release geholt, allerdings hat sich jeder den bei Sneaks geholt. Und dann war ich schon nicht mehr so scharf drauf. Ich finde, der hat so ein bisschen Watermelon-Vibes. Allerdings ist dieses Ausbluten hier für mich auch ein bisschen zu scary, weil mir das safe passieren würde. Nichtsdestotrotz, geiler Schuh, und für den Preis hätte ich definitiv auch zugeschlagen. Ja, für mich einer der besten 1er, wie gesagt. Also kann man ruhig mal mitnehmen. Gibt es, glaube ich, sogar vereinzelt manchmal noch in so einzelnen Läden stehen. So, mein Lieber, dann darfst du jetzt mal starten. It's my turn. Dieses Mal gehen wir mit Reebok. Ich kann on fire sein und durchstarten. Genau wie abgebrannt und abgefuckt. Die Luft suchen zum Durchatmen. Konnte niemals durchschlafen. Ich wollte ein Nightliner, kein nettes Haus mit Vorgarten. Wollte nie nachmachen, wollte viel mehr vorsagen. Mach jetzt. Und damit startet auch eine Kaufserie, die ich mir so eigentlich auch nicht hätte zugetraut. Den habe ich irgendwo auf coolen Produktbildern gesehen, bei Biesten, Asphalt Gold und überall, und fand den direkt mega. Ja, das Marketing war echt richtig krass zu dem Schuh. Definitiv, Spiel, ne? Endlich mal. Also Reebok lässt ja immer so ein bisschen, Schleife ist das falsche Wort, aber da haben sie auf jeden Fall aufgetrumpft. Retail waren auch hier mal wieder 110 Euro, allerdings war der direkt zu Release bei Reebok noch mit so einem dicken 35% Rabattcode möglich. So habe ich dann 65 Euro bezahlt und da habe ich nicht lange überlegt, habe direkt zwei geholt, zwei verschiedene Colorways. Habe mich dann für den entschieden, hätte den jetzt im Nachhinein lieber eine Nummer größer genommen, zumindest eine halbe. Feier den aber komplett, also ist ein richtig cleaner, schöner Schuh, geile Materialien und rundet ein Outfit irgendwie perfekt ab, gerade jetzt im Sommer. Jetzt im Winter werde ich den nicht rocken,
weil der auch relativ dünn ist hier vereinzelt, aber so alles in allem endlich mal wieder ein richtig geiler Reebok-Schuh. Ja, und ich muss ja sagen, ich will nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber Sam hat sich ja zwei gekauft und mir dann gesagt, dass er diesen weiß-rot-blauen... Mit so ein bisschen hellblau, es sah ähnlich aus, nur mit so einem hellblauen Akzent noch. War der direkt, ja, den behalte ich und den anderen habe ich nur mal so zum Angucken mir gekauft. Und da habe ich direkt gesagt, du bist richtig dumm, weil aber der Schuh ist tausendmal geiler. Ich muss auch sagen, dass der mit den Materialien noch ein bisschen hochwertiger ist und dementsprechend ist auch den Bildern noch nicht so ersichtlich. Für mich schon. Da sieht man mal wieder unsere Expertise. Nein, aber ist ein richtig cooler Schuh. Ich mag den auch vom Shape super gern. Ist tatsächlich auch noch nicht so bei den Retailern großartig im Laden vertreten irgendwie, ne? Also tatsächlich. Irgendwie. Und vereinzelt jetzt auch schon im Sale, da wo es den halt gibt. Aber die Farbe ist tatsächlich, glaube ich, auch schon vergriffen. Also wie gesagt, hast du einen guten Griff gemacht, da warst du ja sogar bis um 0 Uhr wach für genau, den Reebok. Ne? Genau. Das ist ja, dass man das nochmal sagt. Ja, das ist krass. Hätte ich auch vor einem Jahr, auch vor 6 Monaten nicht mit gerechnet, aber ja. Also hast du einen super Griff mit gemacht. Würde ich tatsächlich auch tragen, erst recht mit diesem 35% Gutschein, aber... Ich muss auch sagen, also für 100 hätte ich den nicht mitgenommen und für 110 auch nicht. Ich finde den Schuh geil, ich mag den, also da stimmt für mich alles, aber irgendwie, es gibt so Schuhe, da weißt du, dass die früher oder später eh in Sale gehen und dann sehe ich es auch nicht ein, den vollen Preis zu zahlen, da warte ich dann lieber ein bisschen ab. Da vielleicht auch später dann nochmal bei einem anderen Schuh mehr dazu. Ja. Was hast du dir denn noch zugelegt? Jetzt kommt was Exotisches und ich habe für diesen Schuh nichts bezahlt, denn ich habe ihn geschenkt bekommen. Und zwar ist es mein Customized Air Force. Wie ein Film, alte Fehler mach ich keine mehr. Komm in den Laden und schieb Film, als ob's meiner wär. Jeder Move beneidenswert, ich mach ne Kehrtwende. Fresh, der Motherfucker mit dem Namen meines Erzengels. Meine Stadt ist grau, Sneaker langsam auch. Sag, wie schaff ich's raus? Mach das können wir ja gerne mal hier einblenden. Schuhkunst auf jeden Fall abchecken. Die gute Dame, war ein Geburtstagsgeschenk für mich von meinen Eltern. Die haben lange irgendwie rumgepokert, was können die mir Cooles schenken. Und ich wusste ja durch Sammys Air Force und so, dass Lara da auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Talent für hat. Und habe mir so überlegt, ey, ich will auch gerne irgendwie so was Persönliches haben auf einem Schuh. Und habe mich dann für einen One Piece Air Force entschieden. Kam nur mit der Idee zu Lara zu sagen, ey, ich will meine zwei Lieblingscharaktere drauf haben. Das sind einmal Sanji und Zoro. Das ist jetzt der rechte Schuh mit Zoro drauf. Und dann quasi in der Innenseite sieht man dann so deren Fähigkeit, sag ich jetzt mal so auf gut Deutsch. Und ja, ich liebe diesen Schuh. Ich habe ihn jetzt auch schon öfter getragen. Also auch bei Feuchtigkeit, Nässe und sowas hält die Farbe. Also da müsst ihr irgendwie keine Angst haben. Natürlich, er nutzt sich ab. Es ist einfach es ist draufgemalt. Das sieht man jetzt ja auch schon an einigen Stellen, dass die Farbe ein bisschen abblättert. Aber ich bin super zufrieden. Ich habe auch durch Kontakte zu Nike und sowas, also durch Kollegen, ein bisschen günstigeren Schuh dafür kriegen können. Und deswegen ist natürlich nicht günstig, weil da auch eine Menge Arbeit drin steckt. Also das sind ja super krasse Details, die einfach auf diesem Schuh sind. Und für mich ist aber einfach cool, das ist ein Unikat. Wie gesagt, auch wenn ich den Schuh irgendwann so doll zerrockt habe, dass man das nicht mehr erkennt, bleiben mir dann doch die Erinnerungen, dass das einfach ein super Geburtstagsgeschenk war. Deswegen auch nochmal lieben Gruß, Mama und Papa. Vielen, vielen Dank für den schönen Schuh und danke an Schuhkunst für diese sehr schöne Exekution. Da auch gerne mal den On-Feed Friday abchecken. Ich glaube, der ist da irgendwo schon vertreten. Das wenn nicht, dann, müsste ich lügen, müsste ich lügen. Dann ist er auf jeden Fall da, wenn das Video am Start ist. Weißer Air Force hat jeder und ich bin froh, dass Lara sich diesen mal angenommen hat, generell dieses ganze Customized-Ding. Finde ich mega, weil ich den weißen Air Force halt an sich sehr langweilig finde. Als du One Piece gesagt hast, war ich ein bisschen skeptisch, weil das oft auch sehr in die Nerd-Schiene gehen kann, auch auf dem Schuh dann. Aber ich finde, Lara hat das wirklich perfekt umgesetzt und schlicht, aber trotzdem, dass man halt weiß, was abgeht. Also mega, mega geiler Schuh. Vor allem, weil es zwei verschiedene sind. Ne? Also das ist jetzt der rechte, genau. Das einmal mit Zorro, quasi mit dem Grün, mit seiner Haarfarbe aufgegriffen und der linke ist dann ein bisschen mit Gelb, mit der Sanji-Haarfarbe ein bisschen aufgegriffen. Deswegen. Ich finde es super cool, ist natürlich jetzt kein All-Day-Schuh, aber... Ja, mega geil, also ist mal was Besonderes, vor allem der emotionale Wert dahinter macht es halt unbezahlbar und dementsprechend auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Kopf und sobald es wieder weiße Air Force en masse gibt, werden hoffentlich einige schöne Schmuckstücke folgen. Bei mir ging es dann so ein bisschen zufällig weiter
Und zwar habe ich auf eBay Kleinanzeigen hier in Kiel diesen schönen Schuh geschafft. Laut, mach die Scheiße laut. Yeah. Frech wie Andy Larkin. Komm ins Game rapide wie der Aston Martin. Fresh kannst deine Mama fragen. Mein Weg ist nach oben offen wie ne Maisonette. Bald weiß jeder, wer da rappt. Check es ab, Gap Effect. Kein Wannabe. Sehr, sehr lange auf meiner Liste gewesen. Auch mal einen Schuh, den ich als Grail bezeichnen würde. Der Begriff wird ja sehr inflationär verwendet, aber nach dem Schuh habe ich schon lange Ausschau gehalten. Den Restock damals nicht mitgenommen, weil Zeit und Geld nicht gestimmt haben. Den dann aber zum Superpreis bekommen und ja, ist für mich auf jeden Fall einer der besten Schuhe, einer der schönsten Schuhe der letzten 5 Jahre. Also ich liebe alles an dem Schuh. Schnürsenkelfarbe, Material, generell die ganze Silhouette ist halt unfassbar geil und jedes Outfit sieht einfach geil mit dem aus. Das einzige Problem ist, dass Adidas es nicht geschissen kriegt, geile Jogginghosen zu produzieren. Also da bitte nochmal Nachhilfe. Aber sonst für mich auf jeden Fall mein Favorite Cop dieses Jahr. Aber auch dem geschuldet, dass der Preis halt so unschlagbar war und der Zeitpunkt auch gestimmt hat, auch wenn der Reebok irgendwie eine Woche vorher kam, was ein bisschen problematisch dann war. Und der Schuh, der jetzt gleich von mir noch kommt, beziehungsweise im nächsten Video, der kam dann auch wieder eine Woche danach. Deswegen war es ein bisschen Glück im Unglück, aber ich will mich absolut nicht beschweren. Ja, ich muss sagen, ich fand den Schuh, als er rauskam, damals ursprünglich echt nicht cool. Also ich fand den, ich weiß nicht, irgendwie zu verrückt, aber jetzt, wo ich ihn so in Live sehe, muss ich sagen, dass jede Farbe echt klug und cool gewählt ist. Also es stimmt einfach, es ist einfach stimmiges Gesamtprodukt. Ich würde ihn tatsächlich jetzt sogar selber anziehen wollen. Also das hätte ich damals echt gar nicht gedacht. Aber dieser Dad-Shoe-Look, dieses, ja, wie gesagt, diese übertriebene Midsole und so, hat irgendwie was. Sehe ich tatsächlich zu selten an einem Fußball. Ja, ist dem geschuldet, dass ich ihn dann doch eine halbe Nummer größer hätte jetzt gewollt. Das ist jetzt eine 44, 2 Drittel schon. Normalerweise immer so in 43, 1 Drittel unterwegs. Bei Yeezy 350 auch in 44. Und den hatte ich dann anprobiert. Aber ich war dann, also ich habe schon gemerkt, dass ich gut vorne dran bin, aber ich war einfach so gehypt wegen des Preises und einen in Kiel gefunden zu haben, der halt auch legit aussieht. Deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, nimmst du mit und hältst dann jetzt Ausschau irgendwie nach so einem Deadstock-Pall in 45 ein Drittel. Ja, vor allem, weil er auch irgendwie, ich finde, der ist massentauglich. Also natürlich, Yeezys tragen viele Menschen, aber ich finde einfach, den könnte ich sogar meinem Vater zeigen und er würde, glaube ich, jetzt nicht sagen, nee, der ist mir jetzt zu wild, sondern das ist schon da irgendwie... Da stehen auf jeden Fall auch noch verrücktere Exemplare. Genau, also das ist auf jeden Fall ein sehr gutes, sehr guter Pickup und ja, ich würde sonst einfach mal meinen letzten... Hau mal noch einen raus, Leute. Und zwar ist es dann ein New Balance mal geworden bei mir. Liebe Grüße an Glory Hole. Ich mach den Quality Check, diese Scheiße hier ist omnipräsent. Fühl mich wie Clark Kent, befinde mich auf der Fastlane. Mache weiter, bis sie mir nachrennen. Die letzten Monate Wahnsinn, doch können ja nicht schaden. Nächte lang nicht geschlafen, cruise da auf der Geraden, liefer ab. Ich war tatsächlich mit einem Kollegen vor Ort, wollten eigentlich nur mal vorbeischauen. Ich wollte mal fragen, ob wir das Sticker auslegen dürfen von Sneakers. Und die waren auch super nett und haben auch alles mitgemacht. Und dann stand da dieses Schmuckstück im Regal, letztes Paar und für 80 Euro. Und dann habe ich ihn angezogen, weil ich schon lange 99 V5 in Rosa gesucht habe. Und ich leider damals auf StockX nicht zugeschlagen habe, weil ich habe den einmal für 110 oder so gesehen und war dann super traurig, als er dann weg war in meiner Größe. Und ich habe ihn anprobiert, war direkt in love. Erst recht diese ganze Verarbeitung, diese Made in UK Geschichte ist einfach mega cool. Musste ich mich erst dran gewöhnen tatsächlich, also an den Komfort, weil das schon ein ganz anderes Gefühl ist am Fuß. Aber erst recht dieses Alt-Rosa, würde ich das mal betiteln, finde ich mega cool. Kann man auch nicht zu jedem Outfit anziehen. Aber ihr wisst ja, ich trage gerne mal so schlichtere Sachen und dann kommt dieses Rosa manchmal echt ganz cool. Ja, ich feiere die Farbe auf jeden Fall unnormal krass. Also ich bin auch schon lange auf der Suche nach einem 1500er. Hab auch gelesen, dass der am Anfang jetzt nicht so bequem sein soll. Ich weiß nicht, wie es ist. Gibt es ja auch in so einem coolen Watermelon Colorway. Hätte ich, Watermelon? Ja, stehe ich voll drauf. Also so grün und auch so ein bisschen rosa Touch finde ich unfassbar geil. Aber den hätte ich definitiv auch mitgenommen, wäre der jetzt in meiner Größe da gewesen. Generell so In-Store-Pickups sind halt nochmal eine andere Geschichte, als online irgendwie zu bestellen.
Und ja, vor allem, weil das so, ich finde, bei uns beiden ja auch ein bisschen verloren geht oder bei Sneakers allgemein, dass man wenig irgendwie rumstöbert und irgendwas Cooles findet. Ist ja eher so, ja, an dem Tag kommt das, an dem Tag kommt das raus. Eben. Wenn ich den online nicht kriege, dann warte ich aufs nächste Release. Und das war jetzt wirklich mal so, ich bin mit keiner Erwartung in den Laden reingegangen und habe dann den gefunden und war echt hin und weg. Also das ist wirklich ein Glücksgriff. Auf sowas hoffe ich auch immer. Es ist natürlich immer seltener. Aber ab und zu, ähnlich wie der 1er Air Max von eben gerade, muss man auch mal Glück haben und ich gönne es dir von Herzen. Was ich euch von Herzen gönne, ein Abo bei uns, Glocke anschalten und was weiß ich nicht alles. Vielen Dank, dass ihr den dritten Teil auch geschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gerne Kommentare zu Meinungen, zu Schuhen, die ihr gekauft habt. Wir sind jetzt zeitstallmäßig, glaube ich, so im August irgendwo unterwegs, ne? Kommt hin. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Sneaks, dass wir hier wieder mal drehen durften. Vielen Dank an Heyenello fürs Video. Und ja, Adrian, hast du noch letzte Worte? Ja, und zwar die Sachen, die wir anhaben, tatsächlich gibt es bei Sneaks. Also falls ihr auf irgendwas davon Bock habt, könnt ihr gerne mal unten verlinken wir euch alles. Könnt ihr gerne mal euch das anschauen. Wir haben jetzt so, sage ich mal, die Pieces rausgesucht, die wir am coolsten gerade finden. Und deswegen guckt da mal gerne vorbei im Online-Shop. Tut den lokalen Sachen mal was Gutes und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche, was weiß ich, viel Spaß in der Badewanne und tschüss!